da ist Ekberg nicht mehr mit dabei. Es ist schon ein neues Gesicht, das wir prinzipiell sehen beim THW Kiel. Und dementsprechend sind die Saisonziele auch sicher ein bisschen anders, als man das vielleicht beim Rekordmeister gewohnt ist. Man hat im Vorfeld gesagt, zu den Top-Favoriten, ja, gehört man diese Saison wahrscheinlich nicht. Aber man treibt den Umbau der Mannschaft voran. Eine Verjüngungskur hat man vorgenommen. Der Kader jetzt deutlich jünger, was die Jahresanzahl angeht, auch die Erfahrung angeht. Aber mit Andy Wolf und Tobi Reichmann als vielleicht die zwei großen Neuzugänge, da hat man Tobi Reichmann spielt bei den Füchsen, die haben wir später noch. Mit Andy Wolf hat man sicher viel Erfahrung dazu bekommen. Aber auf anderen Positionen ist man eben etwas jünger geworden. Und dementsprechend will man jetzt jede Möglichkeit nutzen, um sich auf die lange Saison vorzubereiten, die dann für den THW in den nächsten Wochen so richtig losgeht. Sami Bellasen natürlich mit dabei. Hier der Torwart der Franzosen. Es gibt ja durchaus auch Verletzungssorgen beim THW Kiel. Harald Reinkind, das ist ja jetzt vor kurzem erst bekannt geworden, fällt aller Voraussicht nach das komplette Kalenderjahr 2024 aus. Also Rückraum rechts gibt es da durchaus ein bisschen ein anderes Gesicht in der Mannschaft von Philipp Jicher. Thomas Schmück war im Kasten, wird auch nach Meniskus-OP noch eine Zeit lang ausfallen. Dementsprechend auch da die Sorgen durchaus ein bisschen da beim THW. Trotzdem nach wie vor eine tolle Mannschaft. Eine Mannschaft, die man immer ernst nehmen muss. Und jetzt freuen wir uns auf die Partie, die erste im SO Tech Cup 2024. Ja, knapp 5.000, 6.000 Zuschauer sind da in Westfalen und werden das sicher hier heute genießen können, genauso wie der Countdown läuft. Es ist sehr warm, die Halle, die kann man nicht ganz zumachen, die ist durchaus an der einen oder anderen Seite ein bisschen offen. Deshalb hat man schon befürchtet, dass die warme Luft von draußen ordentlich reindrücken wird. Aber auch das ist sicher etwas, was die Spieler gar nicht so unbedingt merken. Los geht's! Wir sehen mal die Nordter zunächst im Angriff mit Thibaut Briet im linken Rückraum, auf der Rückraum Mittelposition Aymeric Min, der auch bei den Olympischen Spielen für Frankreich am Start war. Also auch Nord hat großes Potenzial in seinen Reihen. Viel wird natürlich wieder auf die Abwehrarbeit ankommen. Das ist ja das Prunkstück des THWs, dass man da kompakt aus einer 6-0-Formation mit raustreten gerne zu den spielt. Man kann aber auch ein bisschen vorzugezogen spielen. Also da hat man durchaus verschiedene Möglichkeiten. Einzelführung aber für Nord. Oh, die liegen gut los. Brett. Klasse durchgesetzt im 1 gegen 1. Also Nord von Anfang an auf Temperatur, das sehen wir hier. Die geben richtig Gas. Da muss der THW jetzt aufpassen. Trainer bei Nord, Grégory Cojon, seit 2005 bei Nord in unterschiedlichen Funktionen. War erst Trainer der zweiten Mannschaft, dann war er Sportdirektor, hat parallel das Trainingszentrum mit aufgebaut und seit 2022 ist er Cheftrainer. So, die Kieler. Haben wir Zeit. Wir gucken also auf den rechten Rückraum. Da sehen wir mit der 45 Emi Madsen, Neuzugang beim THW, kam aus der Talentschmiede GOG aus Dänemark. Großartiger Spieler, können wir gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Konzentrieren wir uns jetzt erstmal aufs Spiel, geht ordentlich hier zur Sache. Gutes Tempo von Anfang an. Duvniak wird geblockt. Da sehen wir nochmal, er wird es mir verzeihen, alte Mann, aber immer noch blitzgescheit mit all seiner Erfahrung, wie er den Ball abfängt. Vorne allerdings dann am Block scheitert. Also Emi Madsen mit der 45, 23 Jahre jung, seit dieser Saison beim THW. Aus der Talentschmiede GOG kommt er. Hat schon unter der Woche gegen Zagreb brilliert mit 5 Toren. Hier, da haben wir den Mann mit der 45 und dass der ein richtig guter Handballspieler ist, das hat er auch schon in den letzten Jahren in Dänemark bewiesen. Aber auch in der Champions League war 2022-23 Torschützenkönig mit 107 Treffern. Letzte Saison Torschützenkönig in der dänischen Liga. Aber das ist definitiv eine ganz, ganz starke Bereicherung, was sich der THW da gesichert hat.
Oh, schöner Pass zu Patrick Winzek. Der Mann, der seit 2012 beim THW unter Vertrag ist. Rund 600 Pflichtspiele hat er auf dem Buckel für die Zebras. Ah, bloß hier, da sehen wir es, in der Mitte, da ist der THW gerade noch so ein bisschen anfällig. Dreier in Führung Nord. Ah, wieder toll, Madsen, der das Tempo anzieht und dann der Pass erneut an den Kreis. Nur mit Foul zu stoppen, 7 Meter. Und da hat gegen Zagreb der nächste Neuzugang geglänzt. Genau, der kommt jetzt auch wieder mit der 91. Benze Imre, 21 Jahre alt und ganz abgezockt. Der kam von Ferencváros aus Ungarn. 4 von 4 gegen Zagreb. Unter der Woche hat er vom 7-Meter-Punkt getroffen. Und hier sorgt er für den Anschluss. Belasin. Auch ganz viele Täuschungen im Arm. Sehen wir auch, was die Kieler gerne spielen mit dem Raustreten, auch mal mit dem weiten Raustreten auf die Halbspieler. Bereit zu stören und so das Tempo ein bisschen aus dem Angriffsspiel herausnehmen von Nord, dem Vizemeister aus Frankreich der Vorsaison. Ah, mit Nicolas Tonnard am Kreis natürlich auch einen bärigen Spieler. 2 Meter groß, der kam aus Kielze. Jetzt zu Nord, der Franzose, der auch bei den Olympischen Spielen in Paris mit dabei war. Ah, Abwehr kommt langsam auf Betriebstemperatur. Oh, starkes Anspiel, aber der ist nicht drin. Aber die Täuschung, erst zum Flachpass und dann oben das Anspiel, ganz klasse. Madsen sucht den Körperkontakt. Aber der Brocken da hinten mit der Nummer 11, Nicolas Tonnard, steht ihnen da im Weg. Da sehen wir es nochmal, in dem Pfosten raus. Chance zum Ausgleich für die Kieler. Oh, schöner Einlauf. Aber Lukas Serbe geht erstmal wieder rechts raus. Auch ja ein neues Gesicht beim THW. Wechselstand schon seit 2022 fest. Da galt er als der absolute Wunschspieler. Hat sich ja auch seine Meriten schon in der Nationalmannschaft verdient. Madsen. Ne, da sagt Ivan Pešić im Kasten, der Kroate, nö. Stand da im Prinzip schon, klasse Anspiel, Ball super weiterlaufen lassen, der ist drin, 4-2 Führung Nord. Ah, vielleicht merkt man so ein bisschen die müden Beine beim THW. Das war eine anstrengende Woche, die sie hatten im österreichischen Graz. Gestern ging es dann mittags mit dem Flieger erstmal nach München, weiter nach Hannover. Da stand dann der Teambus, mit dem ging es dann nach Halle Westfalen für diesen SO Tech Cup. Tempospiel. Zerbe. Kontakt war vor
vor dem 6-Meter-Raum, deshalb keinen 7-Meter an dieser Stelle. Der Trainer des THW Kiels. Ja, natürlich jetzt die große Aufgabe, den Rekordmeister umzubauen, für die Zukunft parat zu machen. Ja, wieder tolles Anspiel, wieder gute Idee. Witzig kriegt den Ball nicht ganz unter Kontrolle. Und gab es einen Gesichtstreffer, glaube ich, zeigen sie an. Gucken wir nochmal drauf. Ah, kann ihn da schon erwischt haben. Petter Överby. Und er kriegt auch die 2 Minuten Zeitstrafe. Ah, Petter Överby auch schon seit, naja, an einer, der wichtig ist, vor allem für die Defensivarbeit beim THW. Seit 2022 ist er in Kiel. Vertrag bis 2026. Philipp Biecher nennt ihn einen vorbildlichen Kämpfer. Das sagt schon viel aus über ihn. Boah! Da schraubt er sich hoch, Thibaut Briette. Der Franzose, seit 2019 bei Nantes, sprunggewaltig, Blockstand nicht, 5-2 Führung Nantes. Kieler nehmen natürlich den Torhüter raus, schaffen so eine Gleichzahl, was die Feldspieler angeht. Matzen. Und den 7 Meter raus. Ja, war nur im Reservekader bei Olympia der Däne im rechten Rückraum, aber Rückraum rechts und Dänemark, da gibt es ja fast ein Überangebot. Den besten sehen wir später noch mit Matthias Gitzel, dann, wenn die Füchse gefragt sind gegen Westbrem. Und wieder Benze Imre. 3-5 für die Kieler. Nochmal zum Verständnis, der junge Mann ist 21 Jahre jung und schon so abgezockt, was die 7 Meter angeht. Die Franzosen werden ein bisschen offensiver. Versuchen auch hier den Rückraum der Kieler immer mehr zu stören. Jetzt mal schön durchgesetzt. Emil Madsen, der 23-Jährige. Anschluss THW. Ah, aber die Abwehr funktioniert noch nicht ganz bei den Kielern. Da gibt es immer wieder durch die schnellen Ballstaffetten der Franzosen Lücken, so wie wir es ja gerade gesehen haben. Aber auch cooles Anspiel. Einfach klasse Anspiel auf Nicolas Tournat. So, Auszeit genommen, THW Kiel, Philipp Biecher. Wir machen eine kurze Pause, sind gleich zurück hier in Halle Westfalen. Probleme mit grauen Haaren? Die habe ich nicht mehr. Das neue Alpecin Grey Attack. Einfach als Shampoo zu verwenden. Schritt für Schritt dunkleres und stärkeres Haar. Und wann packst du es an? Das neue Alpecin Grey Attack. Doping für die Haare. Jetzt Lebenslauf erstellen. Auf Stepstone. Hey, Ralf Schumacher. Du willst wissen, wie viel dein Auto wert ist? Ja. Auf wirkaufendeinauto.de erhältst du den besten Verkaufspreis.
Wow! Schnell, einfach, online. Neugierig geworden, was dein Auto wert ist? Meine Empfehlung, hol dir jetzt deinen Preis auf wirkaufendeinauto.de. Mehr Gesicht zeigen, das hat Philipp Jicher gerade in der Auszeit von seinen Spielern gefordert. Also sie sollen sich da voll reinwerfen, sowohl in der Abwehr als auch in der Offensive. Vielleicht nochmal den extra Pass auch suchen, hat da auch den ein oder anderen Spielzug gerade nochmal angesagt. Aber ich glaube, da ging es auch viel um die Abwehr, das merkt man hier auch. Er spricht sich da gerade nochmal ab mit Petter Überby, wie sie da vielleicht noch besser hinten verschieben, wie sie noch besser in der Abwehr die Franzosen stören können. Ich glaube, dann doch jetzt den ein oder anderen freien Wurf zu viel. Ja, fast so eine 3-3-Deckung, was Nord da spielt. Jetzt gehen sie wieder zurück, lassen sich zurückfallen, sobald die Kieler das Tempo hochziehen. Und dann scheitern sie an der Latte. Und das Tempo geht bei Nord sofort nach vorne. Also die geben Vollgas hier, die Franzosen. Hier normal. Aber da macht sich auch riesengroß in dem Carsten Ivan Pešić. 1,94 Meter groß, aber der hat ein breites Kreuz wie ein Schwimmer. Hat ja unter anderem auch in der Handball-Bundesliga bei Stuttgart gespielt. Aber hier gut zurückgearbeitet von den Kielern. Wichtig, den Gegenstoß unterbunden. So, jetzt am Kreis bei Nord, Matej Gaba mit dabei. Das Slowene, der auch bei den Olympischen Spielen in Paris mit dabei war, kurzfristig mal ausfiel, dann wieder zurück in den Kader kam. Boah. Ja, das Zusammenspiel aus Block und Keeper funktioniert noch nicht so richtig. Gut, aber wir sind noch vor der Saison. Ich wollte gerade sagen, früh in der Saison. Wir sind noch vor der Saison. Die ganzen Abläufe, die müssen sich natürlich erstmal einschleifen. Jetzt der THW erfolgreich mit Magnus Landin. Auch hier wieder. Das kommen sie so frei durch. Die Abwehr des THWs muss sich hier deutlich steigern. Ah, da monieren sie natürlich, dass da der ein oder andere Franzose im 6-Meter-Kreis lag. Schätze ich, da lassen sie aber laufen. Vorteil. Jetzt wird dabei Julien Bon. Beinhund mit der Nummer 13 im rechten Rückraum. Ja, jetzt hast du die Möglichkeit, jedem Spieler die Zeit zu geben, sich ein bisschen reinzufuchsen. Aber ja, klar beschweren sie sich da hinten. So viel Kontakt war da nicht, aber wie da wieder die Franzosen durch die Abwehr wirbeln, das ist schon einmalig gerade. Andi Wolf. War schon 2016 bis 2019 beim THW, dann ging es nach Kielce, jetzt ist er wieder zurück. Gab ja auch durchaus schon Gerüchte um Samir Bellasen, ob der dann vielleicht den THW verlassen wird. Das ist natürlich jetzt aber durch die Verletzung Thomas Schmück war erst nochmal in weite Ferne gerückt, davon können wir ausgehen. Und für Samir Bellasen ist es ja sowieso so eine Cinderella-Story, die er da geschrieben hat. Aus den Kirchen ging es nach Kiel. Dann ging es in die Nationalmannschaft und als Stammtorhüter hat er dann den Europameistertitel gewonnen. Und er strahlt dahin immer so eine schöne Ruhe aus, aber kann so heftig explodieren. Einer von rechts außen. Auflösen zum zweiten Kreis. Ah, jetzt haben sie mal schön die Franzosen angenommen, gestört. Auch den Einlauf unter Kontrolle gebracht.
Boah, aber diese Würfe aus dem Rückraum, die sind fast ein bisschen zu einfach. Also da funktioniert es noch nicht so recht. Das müssen sie unter Kontrolle bringen. Da muss der Block stehen, da muss dann das Zusammenspiel mit dem Torhüter besser funktionieren. Wow, was ein Gerät. Erik Johansson. Und das ist ein Schrittfehler. Ah, schön, Abwehr im Kreis. 7 Meter, aber wieder Erik Johansson. Ah, sieht, dass die Abwehr nicht auf ihn rauskommt. Winzig steht da auch parat für ein mögliches Anspiel. Aber Erik Johansson packt die Peitsche aus. Und jetzt kommt wieder Benze Imre. Petsch war dran. Aber das Ding ist trotzdem drin. Der W verkürzt auf 7:9. So, und packenden Reality-Sport gibt es ja jetzt auch dann demnächst bei Sport 1. Denn Exathlon kommt nach Deutschland. Das wird ein richtig schöner Wettkampf, den wir da präsentieren dürfen. Ab dem 16. September geht's los. Montag bis Freitag um 20.15 Uhr aus der Dominikanischen Republik. Und hier ist gleich die Anfangsviertelstunde um. 9:7 Führung für Nord beim SO Tech Cup. Gut aufgepasst vom THW in der Defensive, die sich langsam einstellen auf Nantes. Zumindest was so die Pässe an den Kreis angeht, die Rückraumwürfe noch unter Kontrolle bringen, dann sieht das doch alles ganz gut aus. Oh, da war es sehr eng. Ah, da war jetzt natürlich ein bisschen Pech dabei. Eigentlich schön abgefangen, diesen Pass. Und dann ging ganz nirgendwo. Hier sehen wir es. Ah, genau in die Hände von Briett. Baptiste Monenfant jetzt im linken Rückraum bei Nantes hier mit der Nummer 6. Und Karl Valinius kriegt erstmal eine 2 Minuten Zeitstrafe. Jetzt hier gerade ins Abwehrzentrum mit reingerückt ist. Damit die zweite 2 Minuten Strafe gegen die Kieler in dieser Partie. Ah, dieses auf Lücke stoßen, Ball weiter. Und die freien Würfe finden, das macht Nord richtig gut. Hier auch die kurze Täuschung nach außen, dann aber selbst gegangen. Das hat Hand und Fuß. Schöner Pass, rein an den Kreis und dann setzt er sich durch gegen 2. Petter über B. Aber Norn drückt immer sofort aufs Tempo, kriegen den Gegentreffer, geht sofort auf die schnelle Mitte und versuchen dann, bevor die Abwehr des CRW sortiert ist, die nächste Aktion zu starten. Jetzt ist Samuel Bellasenda.
Und Philipp Biecher ruft nochmal alle zusammen, zumindest mal einen gewissen Teil, nochmal ein paar Anweisungen mitgeben, wie sie da besser spielen können. Ja, das in der Abwehr hat sich jetzt auch ein bisschen besser stabilisiert. Und Samir Bellersen mit der Parade. Auch wichtig, dass von ihm jetzt die eine oder andere Aktion kommt. Sowas hilft einer Mannschaft natürlich immer ungemein, wenn der Keeper vielleicht auch mal so ein paar Freiwürfe wegnimmt. Domagoj Duvnjak. Kroate, der Strippenzieher. Und jetzt gibt es auch hier die 2 Minuten Zeitstrafe. Trikot ziehen. Kampf am Kreis. Und Matej Gaba muss erstmal runter. Da haben wir ihn, den Slowenen. Und dann gucken wir aufs Überzahlspiel der Kieler. Ah, Matzen den Ticken zu früh gestartet. Oh, und das kann richtig wehtun. Oh, 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 oh. Lukas Serbe liegt da, hat da einen ganz schönen Pferdekuss abbekommen. Von Lukas de la Bretèche. Achtung hier, der kann dann nicht mehr stoppen. Ah, geht zum Glück. War Oberschenkel, war nicht Knie auf Oberschenkel, war Oberschenkel auf Oberschenkel. Tut natürlich trotzdem weh. Und Lucas de la Bretèche kriegt erstmal eine progressive Bestrafung. Und Benze Imre geht an die Linie. Anschluss durch den THW Kiel. Sondern es war nicht nur eine progressive Bestrafung, es ist sogar die rote Karte direkt hier gegen Lucas de la Bretèche gewesen. Ah, nimmt da halt voll das Risiko in Kauf, dass sich Zerbe da verletzt. Absolut richtige Entscheidung. Ein bisschen übermotiviert. Zerbe hat es kommen sehen und konnte, glaube ich, Schlimmstes verhindern. Das hoffen wir jetzt einfach mal. Aber er geht erstmal raus, Imre jetzt auf rechts außen. Und da hat der Trainer von Nord die Auszeitkarte schon in der Hand. Aber Nord geht erstmal in Führung mit 11-9 hier beim SO-Tech-Cup. Aber natürlich doppelte Unterzahl für die Franzosen durch die rote Karte und die 2 Minuten Zeitstrafe zuvor. Ah, da stehen sie zu dritt und ärgern sich vollkommen zurecht. Henry Papst jetzt auch kurz drin gewesen, der 20-Jährige, der jetzt im rechten Rückraum durch den Ausfall von Harald Reinkind sicher auch mehr gefragt ist. Der THW Kiel zum 10-11. 20 Minuten gespielt. So, konnten jetzt immerhin schon mal wieder einen auffüllen. Die Franzosen. Maggie.
Ja, da haben wir den Spiel mit der Nummer 19 im weißen Trikot. Das ist Henry Papst. Hat schon seit 2021 einen Profivertrag. Hat auch schon zahlreiche Einsätze hinter sich gebracht. Für die Zebras. Meist natürlich als Ergänzungsspieler. Aber jetzt durch den Ausfall von Harald Reinkind. Da werden sicher einige dazukommen. Oh, starker Pass an den Kreis. Zwei Tore Führung für Nord. Na, gut gemacht von Karl Wallinius in Schweden. Und da zieht er den 7 Meter. Und natürlich macht das wieder er hier. Natürlich Benz Imre. Trifft da auch den vierten. Ah. Ist der abgezockt. Mal schön den Pass unterbunden. Der kommt wunderbar an. Imre pflückt das Ding runter aus nach THW Kiel. Samir Bellersen haut den Ball unters Hallendach. Genau in die Hände von Imre. Und das ist jetzt die Körpersprache und das Gesicht, was Philipp Jiecher gefordert hat in der letzten Auszeit. Und jetzt reagiert Nantes ebenfalls mit dem Karton. Auch da gibt es Redebedarf. Jetzt durch Grégory Conjean, der hier die Mannen aus Nantes zusammenholt. So, und morgen, bevor wir uns dann natürlich auch hier wieder um Handball kümmern, gibt es natürlich wieder den Doppelpass hier bei Sport 1. Horst Held ist zu Gast. Da wird sicher auch viel über Videobeweis nach dem gestrigen Spiel gesprochen werden müssen. Also lohnt sich einzuschalten. Morgen der Doppelpass auf Sport 1. So, 12:12. Der THW kommt langsam in Fahrt. Die Abwehr steht jetzt kompakter. Das Zusammenspiel mit Samir Bellersen funktioniert besser. Und vorne treffen sie die Dinger. Ah, das meine ich. Da stand jetzt auch der Block. Klar, der war trotzdem gefährlich, weil abgefälscht. Aber dann geht so ein Ding halt auch mal nicht rein. Schön durchgezogen, Karl Wallinius. Und jetzt schlagen sie Nantes mit den eigenen Waffen. Mit dem Schnellangriff. Abwehr noch nicht sortiert. Führung THW Kiel. Oh, das ist die erste Führung in dieser Partie. Ein paar Mal haben sie schon rangeschnuppert. Jetzt steht es 13:12 für die Zebras. Aber im Kreis 7 Meter. Und das ist schon auch eine Stärke von Samir Bellersen. 7 Meter entschärfen.
Valero Rivera. Ich sag's doch, holt sich den 7 Meter, Abpraller landet aber natürlich unglücklich genau in den Händen von Rivera. Der 39-jährige Spanier im Nachfassen dann. Und Rivera, der hat auch so eine hochdekorierte Karriere schon hinter sich. Weltmeister 2013, Europameister 2018, Titel mit Barcelona und Nantes geholt. Also wirklich ein hochdekorierter Spieler da. Aber auch mit 39 Jahren, das haben wir gesehen hier, noch komplett auf der Höhe. Boah. Das war mal ein schönes Gerät von Emil Madsen. Wieder gut verteidigt. Traumpass, Imre. 15-13. Der THW Kiel führt mit 2. Aber auch hier Magnus Landin, der diesen Fehlpass provoziert, sich da kurz ein bisschen groß macht. Und dann war der Pass schon unterwegs. Alles richtig gemacht. Auch jetzt toll hier wieder. Aber trotzdem kommt der Ball da an den Kreis zu Nicola Tonat. Der ist halt auch so eine große Gefahr. Und Madsen holt den 7 Meter raus. Und sind es noch knapp 5 Minuten bis zur Pause. Torreiches Spiel bis hierhin. Und wieder Benze Imre, Wechsel im Kasten bei Nantes. Und da ist die Parade von Ignacio Biosca. Nacho genannt. Seit 2024 bei Nantes, kam von West Brem. Und West Brem sehen wir später noch, dann gegen die Füchse Berlin. Live hier natürlich bei Sport 1 ab 15.55 Uhr. Aber jetzt gucken wir erstmal, wer schafft den Sprung ins morgige Finale. Nantes oder der THW? Und was wir von dem Verein gehört haben, war natürlich, ja, es ist ein Vorbereitungsturnier, aber es sind eben jetzt auch die letzten Härtetests, bevor es dann so richtig zur Sache geht in Sachen Bundesliga und Co. Für die Füchse ja eine sehr anstrengende Saison, aber auch eine sehr großartige Saison, diese vor der Brust haben mit Champions League, mit Bundesliga, mit dem Supercup nächste Woche schon. Also da können wir uns auch freuen auf die Füchse Berlin gegen West Brem um 15.55 Uhr. West Brem auch der erste Gegner, das ist auch eine interessante Konstellation, dann in der Champions League. Zeitstrafe gegen Nantes. Gegen Baptiste Bonafont, der erstmal raus muss. Überzahlspiegel ja für den THW. Ja, so 5.000, 6.000 Tickets wurden verkauft hier. Und es ist ein tolles Programm, was hier angeboten wird, rund um den SO Tech Cup. Es ist nicht nur das, was wir hier auf dem Feld sehen. Es gibt auch viele, viele Talks, viele Momente mit den Mannschaften. Aber jetzt genießen wir erstmal Emil Madsen. Zu 14 durch den Dänen. Bis zur Pause.
Es bleibt immer gefährlich, wenn Amerik Minder auf Rückraummitte anzieht. Der kommt mit so viel Dampf auf die Abwehr, bindet auch fast immer zwei Gegenspieler und schafft es dann halt immer noch, den Ball weiterzubringen. Oh, schöner Pass mal, einer ausgelassen und dann geht's schnell abgeräumt bis zur linken Seite. Magnus Landin, der Olympiasieger mit Dänemark. Vor genau zwei Wochen die Goldmedaille gefeiert. Briett Min gibt es den berühmt-berüchtigten Jugo-Wechsel. Der heißt wirklich überall auf der Welt, so egal welche Handballmannschaft man fragt. Dieses Leerkreuzen. Und daraus entsteht sofort so eine gefährliche Situation. Also das ist nicht einfach nur so ein Alibi-Wechsel Mitte halb, sondern sie drücken danach sofort aufs Tempo. Abraller landet beim THW. Den kriegt er nicht unter. Magnus Landin. Ja, und das ist Abwehr im Kreis, 7 Meter. Einen hat er ja schon gehalten. Nee, der ist drin. Huiuiuiuiuiui. Aber dass er nicht begeistert, Samir Bellasen. Der ging dann nah am Kopf vorbei. Von Valero Rivera, der natürlich sofort die Hand rausstreckt und sich entschuldigt. Ui, der war aber wirklich. Ja. Der war nicht ohne. Letzte Minute bricht an hier in der OWL Arena. Knappe Führung für den THW. Na, gut besucht, der SO Tech Cup. Das ist ein Vorbereitungsturnier, das darf man nicht vergessen. Und trotzdem merkt man, dass das Handballpublikum sehr treu ist und sehr begeistert ist, dass man hier wieder Handball geboten kriegt. Und klar, die Olympischen Spiele, die sind noch gar nicht so lange her. Die Euphorie, die dadurch entfacht wurde, die soll natürlich jetzt hier auch überschwappen auf die Saison. Wow. Schön lang verzögert, aber er ärgert sich da hinten drinne. Oh, letzten Sekunden laufen hier in der ersten Halbzeit. Der THW hat sich da gut gesteigert in Durchgang 1. Abwehr stand dann besser im Verlauf. Vorne die Tore gemacht. Sami Bellasen, der den einen oder anderen entschärft. Die Rückraumtreffer sind vielleicht noch ein Ticken zu viel. Die ersten 30 Minuten sind um. 18:17. Knappe Führung für den THW gegen Nantes. Wir sind gleich wieder zurück hier in der OWL Arena und vor das Halbfinale. 18:17 führt der THW nach den ersten 30 Minuten. Lagen ja zwischenzeitlich schon mit 4 Toren hinten beim Stand von 5:9 aus Sicht der Kieler. Dann hat Philipp hier gefordert, Gesicht zeigen, mehr zupacken vorne in der Abwehr, egal wo, einfach besser funktionieren. Und das hat geklappt, das hat sich dann gesteigert. Und wir dürfen auch nicht vergessen, Nantes, das ist alles andere als Fallobst. Letztes Jahr, da haben sie in der EHF European League unter anderem gut gespielt gegen die Füchse Berlin. Erst im Viertelfinale dann verloren und
den Pokal aber in der heimischen Liga geholt sowie den Vizemeistertitel in Frankreich gefeiert. Also das ist ein richtiger Hochkaräter, mit dem es da der THW zu tun hat. Champions League-Teilnehmer, sprich, das ist absolutes Gardemaß. Und jetzt sehen wir, dass es auch den Wechsel, den erwarteten, im Kasten geben wird beim THW. Samir Bellasen geht erstmal raus. Andreas Wolf kommt, der Rückkehrer beim THW. Und wir sehen auf der anderen Seite bei Nord auch einen ganz spannenden Spieler, nämlich Shuichi Yoshida. Das ist der erste Japaner in der Geschichte von Nord. Kam aus Dünkirchen, gewechselt, also in der Liga zu Nord hier mit der Nummer 5. War auch bei den Olympischen Spielen 2021 und 2024 mit dabei hier. Jetzt also im Abwehrzentrum bei Nantes in den blauen Trikots. Die Kieler also in weiß nach wie vor. Jetzt aber von rechts nach links. Mit Doma Gudufniak mit dem erwarteten Rückraum, so wie wir es gesehen haben, hier mit der 21. Erster Versuch von Erik Johansson. Und Andi Wolf ist dran am ersten Ball. Aber irgendwie geht er dann noch rein. 18:18. Johansson. Dufniak. Boah, starkes Ding. Zählt aber nicht. Emi Madsen wird abgepfiffen. Gibt den 7 Meter. Er fragt nochmal nach, warum eigentlich. Der war doch so schön. Den hätte man durchaus auch zählen lassen können. Da sehen wir es nochmal. Akrobatisch. Kontakt annehmen. Boah. Also bei ihm war definitiv kein Kontakt zum Kreis. Den hätte man durchaus auch durchgehen lassen können. Es kommt wieder Benze Imre. Na, und das ist auch eine Coolness, die er da hat. Hat einen 7 Meter schon vergeben. Und trotzdem tritt er wieder an. Sechster Treffer für ihn von der Linie. 19:18 Führung THW. Andi Wolf glänzt. Chance für den THW auf 2 Tore Führung wieder zu stellen. Aber jetzt liegt das mal. Da sehen wir es, Karl Valinius. Ah, da nehmen sie ihn ordentlich in die Mangel. Mit dabei der angesprochene Shuichi Yoshida sowie Ayub Abdi. Der Algerier, auch ein Neuzugang bei Nantes. Kam aus Toulouse. Und da haben wir nochmal die Parade von Andi Wolf. Und da war eine ganz wichtige Nachricht, auch aus Kieler Sicht. Wir haben auf rechts außen wieder Lukas Serbe, der ja in der ersten Halbzeit so rüde gefoult wurde, wofür es ja dann auch die rote Karte gegen Nord gab. Aber er ist wieder mit dabei, also nichts Schlimmeres. Kann weitergehen. Alarming. Lukas Serbe, Eilauf von rechts außen. Ball bleibt bei Kiel. Arm ist oben. Zeitspiel. Und Ball ist bei Nantes. Oh, da haben sie mal komplett hinten geschlafen. Shuichi Yoshida. Alle.
Nächster abgefangener Ball. Nord kann wieder in Führung gehen. Andy Wolf, der ist nicht drin. Und Dufniak kriegt da den Wurfarm heruntergerissen. Auch das ist sehr gefährlich. Sehen wir es nochmal. Von Brietz. Und hier nochmal Andy Wolf. Allein seine Präsenz reicht schon aus, dass der Ball nicht reingeht. Der Wolf, der Riese. Hat uns ja auch schon so viel Spaß gemacht bei den Olympischen Spielen. Da ging es ja bis ins Finale für die deutsche Mannschaft. Da gab es dann allerdings die kalte Dusche durch die Dänen. Aber was waren das für großartige Spiele davor? Gegen Spanien, gegen Frankreich etc. Also auch davon wird man sicher noch einige Zeit zehren können. Lücke da. 7 Meter Abwehr im Kreis. Auch das zeigt wieder die Abgezocktheit von Domagoj Duvnjak. Nimmt den Kontakt da dankbar an. Drauf auf die Lücke. 7 Meter. Alles wunderbar. Emi Madsen. Jetzt also. Und auch er kann es nicht nur aus dem Rückraum, kann es nicht nur im 1 gegen 1, sondern auch vom 7-Meter-Punkt. Andy Wolf bietet da sogar so ein bisschen das rechte obere Eck an. Und sobald der Wurf kommt, geht er knallhart drauf. Zeigt wieder einmal seine große Klasse. Und man hat es auch im Vorfeld, ja vor der Partie, erleben können. Da gab es so eine kleine Ehrung für alle, die bei Olympia mit Edelmetall nach Hause gekommen sind. Und ich würde sagen, am lautesten war es bei Andy Wolf, den man hier wirklich gefeiert hat. Und ich glaube, die Kieler sind sehr, sehr froh und stolz, dass sie ihn da zurückgeholt haben. Und generell natürlich auch wieder eine schöne Bereicherung für die Bundesliga, ihn da Woche für Woche sehen zu können. Ah, Duvnjak! Schickt da den Rechtsaußen mal schnell zum Pommes holen und geht durch die Lücke. Wie cool. Hier, jetzt nochmal zum Genießen, die Täuschung. Zack. Und dann macht er den Schritt nach außen, sein Gegenspieler. Und das riecht Duvnjak natürlich. Aber auch hier schön abgeräumt. Geduldig gespielt. Noch von links außen durch Rune Danke. Missverständnis.
Domagoj Duvniak räumt da mal kurz ab und kriegt die 2 Minuten Zeitstrafe. Noam Leopold hat es erwischt, den 22-jährigen Youngster auf Seite von Nantes, der Schweizer. Jetzt sehen wir es hier nochmal. Ja, also das sind völlig gerechte 2 Minuten, die es da gibt. Da hat Duvniak mal ganz kurz seinen Claim abgesteckt und gezeigt, was da in ihm steckt. Und Noam Leopold ist da kurz mal abgehoben. Unterzahl für den THW. Da waren sie gut dran, gut gestört. Guter von Zerbe reingezogen, den Außen mal kurz alleine gelassen. Dann ist aber halt auch wichtig, dass du wirklich deinen Gegenspieler zumachst, dass der den Ball nicht mehr weiterspielen kann. Alles richtig gemacht. Jetzt sind sie rechtzeitig dran, dadurch kommen dann solche wilden Pässe zustande. Oh, Stürmerfoul. Der Pfiff kam aber sehr, sehr spät. Gut provoziert von der Defensive des CRWs. Ah, voll auf Winzig drauf. Und Andy Wolf pariert den dazu noch ganz, ganz cool. Zeigt da kaum eine Regung. Ah, jetzt ist es eng. Wird von Madsen faul gezogen. Gehen wieder ein paar Sekunden runter, bis Dulle Duvniak wieder auffüllen darf. Ball im Aus. Ja, gut gespielt. Ausgleich Nantes. So, jetzt sind wir 10 Minuten drin in Durchgang 2. 21 zu 21. Ist nicht mehr ganz so torreich wie in Durchgang 1. Spricht natürlich für die Abwehrarbeit auf beiden Seiten. Aber wir haben ja auch schon die ein oder andere Parade von Andy Wolf gesehen. Da hat es kurz gekracht, da hat es kurz gescheppert, war aber vorher schon unterbrochen, gab da wieder ein kleines Techtelmechtel. Boah. Rund um Patrick Wienzek, der da ordentlich dagegen geschoben hat. Und dann haben sie die Franzosen mal kurz in die Mangel genommen. Duvniak ist zurück. Ah, schön von Zerbe. War gar nicht so einfach, der Winkel nicht ganz optimal. Aber schöner Treffer. Durch Lukas Zerbe. So, wer mehr Lust hat auf Sport, Exathlon kommt nach Deutschland.
mit Sport und Reality aus der Dominikanischen Republik. Mitte September geht's los, von Montag bis Freitag ab 20.15 Uhr mit dem Kollegen Jochen Stutzki. So, 11 Minuten hier gespielt, 22:21, der THW nach wie vor in Führung. Aber gefühlt hat das Team auch, was sie, das Spiel, auch was die Härte angeht, einen ganz schönen Gang nach oben gelegt. Wieder so ein Rückraumwurf. Also genau darauf wird man in den nächsten ein, zwei Wochen, bevor es dann mit der Saison losgeht, noch ein bisschen mehr Augenmerk legen müssen. Ah, du kannst dir nicht alles unterbinden, aber da hat man gesehen, da war eine große Lücke. Speziell da hinten im Abwehrzentrum. Linzig, der raustritt. Und die zwei dahinter, die so ein bisschen spekulieren. Und dann wird es natürlich für die Keeper unglaublich schwierig, da zu reagieren, wenn sich der Schütze da die Ecke so raussuchen kann. Landet. Oh, da will er es so schön machen, Erik Johansson. Sehen wir jetzt hier nochmal, kriegt er den Ball unter Kontrolle und was versucht er jetzt? Versucht er so einen Dreher und da liegt Nacho Bioska, liegt schon quasi am Boden. Chance wieder für Nord in Führung zu gehen. Gut verteidigt. Jetzt ist die Frage, gibt es die Auszeit oder sagen sie, der Wurf war vorher ausgeführt? Und wenn du dann nämlich nicht im Ballbesitz bist, dann darfst du die Auszeit natürlich nicht nehmen. Nee, Auszeit, wir machen eine kurze Pause, sind gleich zurück hier in der OBL Arena. Pass auf die Kämpfer jetzt auf, ja? Komm schon, Junge, auf geht's, los! Ja, gut so. Head and Shoulders. Ich wusste gar nicht, dass du Schuppen hast. Hab ich euch nicht. Head & Shoulders entfernt Schuppen und Fett. Die neue Formel setzt doppelt so viele schützende Inhaltsstoffe frei und beugt vor, dass Schuppen wiederkommen. Head & Shoulders für bis zu 100% Schuppenschutz. Hey, Ralf Schumacher. Du willst wissen, wie viel dein Auto wert ist? Ja. Auf wirkaufendeinauto.de erhältst du den besten Verkaufspreis. Wow. Schnell, einfach, online. Neugierig geworden, was dein Auto wert ist? Meine Empfehlung, hol dir jetzt deinen Preis auf wirkaufendeinauto.de. Sofort sehen, was du im neuen Job verdienen kannst auf StepStone. So, Philipp Biecher mit den Ansagen gerade in der Auszeit. Einmal jetzt den Kämpfer verhindern, als erwartet, dass Nord jetzt was versucht aus dem Hut zu zaubern. Und vorne hat er klar gesagt, was sie spielen sollen. Zumindest dann, wenn sie noch in Überzahl sind. 30 Sekunden, dann darf Nord wieder auffüllen. Jetzt muss nochmal kurz nachgewischt werden.
Aber es war eine deutlich ruhigere Ansage, die Philipp Biecher da gerade in der Auszeit gegeben hat. Und Achtung, Arm der Schiedsrichter ist oben, deswegen haben sie nicht viele Pässe. Ah, gut verteidigt. Jetzt sehen wir das Überzahlspiel, sehen wir nicht, weil Patrick Wiecek trifft. 23 zu 22. Das war so schön, wie es Philipp Giecher gerade formuliert hat. Jungs, spielt mal bitte für mich jetzt diesen und jeden Spielzug. Daraus wurde jetzt nichts. Aber klar, solche Gelegenheiten darfst du dann auch nicht auslassen, bloß um einen Spielzug mal auszuprobieren. Das kannst du im Zweifel auch mal im Training dann machen. Oh, und ist wieder vollzählig. Oh, Kampf da am Kreis rund um Nicola Tournat. Wurde dann nochmal zurückgepfiffen. Einer von links außen und wieder Tournat. Ah, drückt da sein Gegenspieler schon nach draußen neben dem Matzen. Und dann hat er den einen Schritt hin zu den 6 Metern und ist dann komplett frei. Zu sehen. Schöner Unterhandwurf von Dule Duvniak. Der ja auf jeden Fall noch ein Großturnier spielen möchte. Hat er nach Olympia gesagt, die WM 2025, die will er auf jeden Fall noch spielen. Ist ja in seinem Heimatland Kroatien, in Dänemark und in Norwegen. Starker Pass. Und dann dreht er ihn wunderbar um den Keeper rum. Lukas Serbe. 2 Tore Führung THW. Aber was ein Geschoss vom Pass von Andy Wolf. Na, Spella Sen vorhin die ellenhohe Bogenlampe und er jetzt mit dem Gerät hier nach vorne. Andy Wolf ganz schnell reagiert. Hier sehen wir es nochmal. Genau in die Hände von Lukas Serbe. Und er lässt 2 Gegenspieler und Torhüter stehen. Ganz, ganz großer Sport. Oh, Schlussviertelstunde bricht an. 2 Tore Führung THW. Wäre natürlich schön, wenn der THW Kiel das Finale erreicht. Das gibt's morgen live um 15.25 Uhr dann hier auf Sport 1. Aber jetzt muss man erstmal hier gegen Nantes bestehen. Versucht da das Stürmer V zu provozieren. Schätze ich, dann lass uns laufen. War auch viel Bewegung noch drin. Nantes mit dem Anstoß. Nacho Bioska. Parade für Nord. Ah, Idee war nicht schlecht. Warum auch nicht? Abwehr noch nicht hundertprozentig sortiert. Savijevic mit der 2 bei Nord. Zusammen mit Aymeric Minjetz im Rückraum und Julien Boss.
gab es ein bisschen Diskussion abseits des Balls rund um Kreisläufer Matti Gaber. Schön hart drauf, Ausgleich Nantes. Gibt es die direkte Antwort? Die gibt's. 26 zu 25. Rune Damke. Missverständnis hinten drin, keiner kümmert sich um den Kreis. Dann ist es ein Job für Andi Wolf. Und Damke lässt die 2-Tore-Führung liegen. Und wieder Andi Wolf. Was eine zweite Halbzeit hier von ihm. Nimmt da so viele Freidinger jetzt auch weg. Und das gibt ordentlich Rückenwind. Hier, erst hier diesen vollkommenen Wurf vom Kreis. Wow, ganz, ganz stark. Ausseits genommen durch Philipp Biecher. Wir hören rein. Also, in der Abwehr. Wir haben hier mit Benze, Emil, Peter. Bambi, wir spielen 7 gegen 6, 2 Angriffe, 3 Angriffe, 7 gegen 6 mit Dule, mit Erik, mit Emil. Bambi, du bist hier auf dieser Seite, du bist besser hier, weil du in der Abwehr laufen sollst. Du kannst wechseln mit Karl. Jetzt möchte ich, dass wir spielen einmal. Kondi, rechts, ja? Bitte, du machst dich später, Pietmann, du machst dich später hier an 2, okay, für Erik, okay? Du kommst richtig auf, richtig voll, okay? Kondi 6, komm, komm. So, also versucht es 7 gegen 6 dann jetzt mit 2 Kreisläufern, mit Peter Oeberby, der eher im Zentrum stehen soll, weil er zurück in die Abwehr soll, und Patrick Wienzek, der den Wechsel laufen soll nach außen. So, einmal durchzählen, der Sonntor da drin. Das machen die Schiedsrichter jetzt hier gerade nochmal, gucken sich das sauber an. Aber das sollte alles passen. Und auch hier wieder Philipp Jecher klar vorgegeben, welchen Spielzug er jetzt sehen möchte. Für dieses Überzahlspiel. Boah, Ball fast weg, Ball ist weg. Ist der Wechsel geglückt, sieht ganz danach aus. Es ist ein Vorbereitungsspiel. Fehler also erlaubt. Sie passiert auf beiden Seiten. Wienzek. 27 zu 25. 2-Tore-Führung wieder für den THW. Und wieder steht Andi Wolf. Ja,
Ja, Winkel war auch nicht ganz optimal. Für Cody Odriozola, den Spanier da auf rechts außen. Aber Andy Wolf macht das trotzdem ganz, ganz cool. Und wir haben wieder das 7 gegen 6. Verschieben gut die Franzosen. Arm geht hoch. Das sieht immer so einfach aus, diese Unterhandschlagwürfe, aber erfordern natürlich eine extreme Präzision, wie hier gesehen bei Emi Madsen. Und jetzt steht es 28 zu 25 und der THW ist in Ballbesitz. Die letzten 8,5 Minuten laufen. Wieder das 7 gegen 6. Heißt, Andy Wolf ist draußen, leeres Tor oben eingeblendet. Aber Norn verschiebt hinten jetzt extrem schnell. Keine freien Möglichkeiten da. Und der Arm der Schiedsrichter ist oben. Oh, schönes Anspiel, aber tolle Parade. Und dann gibt es natürlich den Wurf aufs freie Tor. Norn verkürzt auf 2. Schön, wie ihn da reinsteckt. Aber über B scheitert an Bioska. Aber der THW probiert es weiter. Erik Johansson probiert es. Ah, 7 Meter, da gab es den Griff in den Wurfarm bei diesem Wurf. Und das war prinzipiell die richtige Entscheidung von Johansson. Keiner kommt entgegen. Du musst beim 7G6 ja dann auch nicht warten, bis wirklich irgendwo einer auf breiter Flur alleine steht. Sondern dann kannst du natürlich aus dem Rückraum mal probieren, weil natürlich bei dem 7G6 die Abwehr ein Ticken defensiver stehen muss. So, und Samir Bellasen kommt wieder zurück. Ausgewiesener 7-Meter-Killer, auch schon in dieser Partie gezeigt. Hat auch gegen Zagreb unter der Woche 2 gehalten. Und auch in der Vorsaison beim THW genau dabei brilliert. Aber hier kassiert er das 27 zu 28. Weiter geht's im 7 gegen 6. Jetzt sogar mit Einlauf von links aus. Jetzt stehen sie zu dritt am Kreis. Madsen holt den 7 Meter raus. Und sagt, der Ball war doch drin. Irgendwie. Hier sehen wir es gleich nochmal. Achtung, erst geht er an den Pfosten. Und dann hier prallt er zurück in den Kasten. Da hätte er gerne das Tor auf seinem Spielberichtsbogen stehen gehabt. Emre scheitert. Schon der zweite vergebene 7 Meter für Benze Imre. Hier gegen Nacho Bioska. Keiner reagiert. Sie schauen ihm zu. Julian Boss.
Aber die schnelle Antwort. Jetzt geht's hin und her. 29 zu 28. Also das 7 gegen 6 hat noch nicht zum großen Erfolg geführt. Da waren es sofort 3 Tore Vorsprung. Aber Andy Wolf, der funktioniert. Und wie? Und der THW kommt langsam auf 30% gehaltene Bälle. Wir gehen zumindest genau in diese Richtung. Aber sie bleiben beim 7 gegen 6. Also Philipp Biechert will das weiter ausprobieren. Nächster 7 Meter rausgeholt von Emi Madsen. Ja, und so wie es aussieht, wird auch genau er selbst den jetzt ausführen. Einen hat er schon in dieser Partie. Den hat er auch getroffen. Und er trifft auch den zweiten, 30 zu 28. Schön über Bioska drüber gedreht. 3,5 Minuten noch. Und Riosola. Na, wer schafft den Sprung ins Finale? Der THW oder Nantes? Knapp 3 Minuten sind's noch. Morgen live um 15.25 Uhr gibt es das hier bei Sport 1. Oh, Ball ist weg, Ball ist bei Nantes. Chance zum Ausgleich wieder durch die Franzosen. Sonst sollte das Spiel hier nach den 60 Minuten unentschieden stehen, geht es direkt ins 7-Meter-Werfen. Also es gibt keine Verlängerung, sondern direkt 7-Meter-Werfen. Schön gespielt. Turner zum Ausgleich. Oh, das ist ein klarer 7 Meter. Abwehr im Kreis. Odriozola. Und Rune Dahmke von den Beinen. Ja, steht mit beiden Füßen ganz klar im 6 Meter Kreis. Emi Madsen wieder gegen Nacho Bioska. Trifft er auch den dritten, er trifft auch den dritten 7 Meter. Ein Tor, Vorsprung, THW. 31 zu 30, 2 Minuten noch.
Und wieder das Zusammenspiel von Almerich Min an den Kreis. Das funktioniert so wunderbar. Und es gibt auch hier den 7 Meter. Wieder auf Nikola Tonaja. Der verschafft sich wieder so ein bisschen Platz gegen Madsen. Der bringt auch ein bisschen mehr Kampfgewicht mit. Und Andy Wolf schmeißt den Fokus an. Gegen Valero Rivera. Und die Andy-Sprechchöre hallen hier durch die OWL-Arena. Oh, den Helter kriegt den Ball ins Gesicht. Es sind 2 Minuten. Und genau so ist es auch. Da wollte er wieder so ein freches Ding machen. Valero Rivera und übertreibt es ein bisschen. Ich meine, der war nicht hart geworfen. Das kann Andy Wolf locker wegstecken. Aber ist natürlich trotzdem nicht erlaubt und wird mit 2 Minuten bestraft. Ne, es gibt sogar die rote Karte. Es gibt sogar die rote Karte gegen Valero Rivera. Na, weil es einfach zu frei war, der Wurf beim 7 Meter ins Gesicht. Das ist dann die rote Karte gegen Rivera. Aber das bedeutet trotzdem, dass Nord jetzt bis zum Ende in Unterzahl ist. Denn es sind nur noch 1 Minute 15 auf der Uhr. Oh, super gespielt, alles frei. 32 zu 30. Jetzt gibt es hier nochmal den 7 Meter. Aber Emi Madsen mit dem Treffer zuvor zum 32 zu 30. Das hat wunderbar funktioniert da schon mit den beiden Rückraumspielern Johansson auf Madsen, das Zusammenspiel. Und es tritt an Julien Boss. Anschluss nochmal hergestellt durch Nantes. 30 Sekunden noch. Jetzt so ein Tor, du stehst im Finale des SO Tech Cup 2024. Und sie werden einen Ticken offensiver, die Mannen von Nantes. Auszeit nochmal Philipp Jecha. Wird noch ein bisschen korrigiert. 16 Sekunden sind es dann noch auf dem Tableau. Wir hören rein. Hey, okay. Ja, nein. Okay. Lass uns das halt ganz einfach machen. Better! Ja. Du bist hier. Läufst du wieder zu die Gunner. Und wenn die Manndeckung nehmen, dann müssen wir eigentlich in die Bewegung kommen. Rune, Benze. Ja? Wenn die Manndeckung hier steht, ihr beide. Du musst 1 gegen 1 gehen. Du musst in 1 gegen 1 und du bietest dich an. Ja? Reiß, warte einmal. Okay? Jungs, wenn er feste, dann geht der Arm hoch, hat er gesagt. Okay, komm mal auf. Los, los. Ja. Ganz einfach sollen sie es lösen. Das ist ja meistens auch das Effektivste. 15 Sekunden noch und offensichtlich gab es eine Ansage durch die Schiedsrichter. 3 Pässe, dann geht der Arm hoch. Aber dann haben sie auch noch 4. Sobald das passive Spiel angezeigt wird. Jetzt geht Arm hoch. Es waren genau die 3 Pässe. Erik Johansson
Dufniak, Emil Madsen. Abschluss kommt nicht. Ball geht nochmal auf links außen. Gehalten, aber Uhr ist abgelaufen. Endstand 32 zu 31. Der THW Kiel gewinnt gegen Nantes und steht damit im Finale. Morgen um 15.25 Uhr. Aber wer wird der Gegner? Das entscheidet sich heute um 15.55 Uhr zwischen den Füchsen Berlin und Vesprem. Das Ganze gibt es natürlich auch live hier auf Sport 1. Aber was eine Steigerung. Also man hat durchaus zu Beginn gemerkt, dass eine anstrengende Trainingswoche hinter dem THW liegt. Dass die Beine vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen schwer waren. Dass die Abläufe noch nicht so ganz gestimmt haben. Speziell in der Abwehr ist man dann aber stärker geworden.